Herzlich willkommen bei meinem Vortrag. Eigentlich ist es mehr ein Workshop und ich sehe, Sie haben schon alle Ihren Stift gezückt, weil wir wollen hier ja was lernen, wir wollen arbeiten. Ich zeige Ihnen, wie eben das in der Praxis, sprich in meiner Praxis, gehandhabt wird, das Thema eben psychische Konstitution. Ich werde versuchen, möglichst wenig Theorie zu bringen und dafür umso mehr Praxis. Und wir haben genug Stoff, eben damit wir da in der Zeit durchkommen. Wenn Sie später weiterlesen möchten, dann haben Sie die Fragebögen in meinem neuen Buch drin. Mein Handbuch für ein gesundes Leben. Es ist eigentlich eben als Einsteigerbuch gedacht, aber ich habe mir natürlich von Anfang an gedacht, jetzt sind wir in der Ayurveda so weit, dass wir auch den nächsten Schritt machen sollen. Und der nächste Schritt ist halt ein größerer Schritt, eben im Sinne, nicht nur die körperliche Konstitution zu nehmen, sondern auch die psychische. Und warum? Und wie das dann aussieht praktisch in der klinischen Arbeit, das sehen Sie dann gleich. Mein Name ist Hans Riener, ich arbeite mit Ayurveda, ich bin Ayurveda-Mediziner schon seit 40 Jahren, 20 davon in Indien und die anderen hier in Europa. Meine Praxis ist in der Schweiz, ich habe eine kleine Dependance in München und in Wien. Das hat sich einfach so ergeben von meinen Patienten her, dass ich eben in verschiedenen Ländern schon gearbeitet habe und halt bestehende Patienten sind und um diese zu betreuen, bin ich halt an verschiedenen Standorten. Aber der Hauptstandort ist sicher die Schweiz. Was wollen wir heute? Eben, ich möchte Sie dazu befähigen, dass Sie in der Lage sind, von Ihren Klienten auch die psychische Konstitution zu nehmen. Und das eben ist sehr wichtig. Es ist ja oft so, es kommt eine neue Klientin oder eine Patientin zu mir und sagt, Herr Riener, jetzt bin ich mal neugierig, was ich für eine Konstitution habe. Ja, bei der Kur in Indien hatte ich eine Pitta-Konstitution, bei einer Kur in Deutschland hatte ich eine Pitta-Kapha. Und wenn ich selber den Fragebogen ausfülle, dann habe ich eine Pitta-Vata-Konstitution. Also bin ich etwas verwirrt, milde gesagt. Ne? Und diese Menschen erwarten natürlich dann auch von mir, dass sie eine nachvollziehbare Antwort bekommen. Und das ist ja ganz wichtig, wenn Sie mit Menschen arbeiten, dass Sie nicht nur Ihr Mantra runterleiern, sondern dass das, was Sie dem Patienten sagen, dass das auch rüberkommt und dass Sie auch sicherstellen, dass das rübergekommen ist. Das heißt eben, es geht wirklich darum, dass wir eben die Konstitution richtig bekommen und richtig hinbekommen tun wir sie nur, wenn wir eben all das Rajas oder Sattva und das Tamas rausfiltern und dann haben sie auch eine richtige körperliche Konstitution, weil bei der körperlichen Konstitution geht es ja bekannterweise um Vata, Pitta, Kapha. Vata, Pitta, Kapha sind nichts anderes als die Repräsentanten der Panchamahabhutas, der fünf Elemente. Also geht es dabei um Anatomie und um Physiologie. Und im besten Fall auf eine nicht geringe Art und Weise auch um Neurophysiologie. Aber die psychische Konstitution, die ist eben mehr als Neurophysiologie. Hier brauchen wir ein anderes Instrumentarium. Die Konsequenzen eben, zeige ich Ihnen gleich nachher den ersten Fall, was passiert eben, wenn Sie nur mit Vata, Pitta, Kapha etwas behandeln, dann eben können Sie ziemlich viel Unheil anrichten. Fragebögen eben, die haben Sie hier drin. Wir schauen die sicher auch kurz an in der Folie, aber eben in der Praxis arbeitet natürlich niemand mit Fragebögen. Ne? Es ist ja nicht so, die Kunden kommen zu Ihnen, um einen Fragebogen auszufüllen. Warum sollen wir Geld zahlen und eine Ayurveda-Beratung machen und dann selber noch den Fragebogen ausfüllen müssen? Das heißt, der Fragebogen, den habe ich vor allem entwickelt, zum Lernen, zum Sehen, was ist wichtig, eben als Instrument, damit Sie das lernen können und natürlich für die Leute, die schon etwas informiert sind, die selber
das machen wollen. Und bei den Testpersonen, wo ich diese Tabellen auch durchgespielt habe, bevor ich das in ein Manuskript hineingelegt habe und das Risiko eingehe, ich liebe voll daneben, ne, war recht gut und recht positiv. Natürlich gibt es immer noch Potenzial, um meine Arbeit zu verbessern. Jeder Patient, der zu mir kommt, von diesem Menschen lerne ich sehr viel und dadurch wird meine Behandlung auch für den nächsten, der kommt, auch schon wieder besser.